Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, wieder mal auf der Landesum zusammen mit Justin, Jan und auch natürlich Luca. Moinsen. Moin. Moin. Ben ist auch noch auf dem Server, der macht aber wieder nur Missionen. Außerdem ist er nebenbei irgendwie Fortnite Cash Cup spielen. Genau. Coachen, coachen, nicht spielen. Genau, coachen, sorry. Tut mir leid. Das soll uns aber nicht interessieren. Denn wir, ich habe gerade schon mit Justin ein bisschen geredet. Justin ist so freundlich, uns seine Spritze auszuleihen, damit wir hier unser Unkraut einmal vernichten können, was wir hier haben. Und dann noch ein bisschen walzen gehen können. So ist jetzt mal der Plan. Fangen wir mal an, schauen mal, wie lange der ganze Spaß hier dauert. Genau, und ich habe direkt Lex. Wie geil. Hab ich das vermisst? Ich hab gar nichts. Hä? Nee, das ist keine Ahnung warum. Digga, mein Aber jetzt Anderson ging nicht geht's Spielzeit. wieder. Das macht gar keinen Sinn. Nee. Digga, ich mache ein VCA, Manuel Allrad und so an, aber das Symbol unten rechts kommt einfach nicht. Ja, dann ist es Ja, ist wahrscheinlich immer wie noch immer. broken, Kombi mit der Map oder so. Perfekt. Das kann gut sein. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, wir haben auch jetzt einmal einen Fix hochgeladen, wie ihr wieder mit der Map spielen könnt. Oh nein. Den könnt ihr euch da oben anschauen. Unter der Infokarte oder ihr schaut einfach auf unserem YouTube-Channel. Da findet ihr das auch auf jeden Fall. Genau. Da viele sich gemeint hatten, dass es da nicht mehr geht und ob wir da nicht mal ein Video zu machen könnten. Genau, während ich jetzt hier hochscheppere, ist Luca schon ganz aktiv auf der 194 am Gerste säen. Jetzt hier im Oktober und geht dann noch auf die 179, richtig? Ja. Okay. Jetzt hier rein. Und mein Hof muss da rein, ja. Muss aber gucken, ob du Berechtigung dafür hast. Ja, ich glaube, Rechte habe ich bei dir sogar. Dinger und so, falls du was drin hast, mach ich raus, ne? Ich hab noch nichts drin. Okay. Dann auch nicht schlimm. Oh. Da steht sie doch auch schon. So. Schickes Teil, du. Gut, dann schauen wir mal noch kurz. Ja. Genau, vielleicht kaufen wir auch noch ein paar Tiere. Mal schauen. Also, die Silage ist jetzt voll fertig gegoren. Heuhammer, Strohhammer. Heißt, es könnte theoretisch mit den Tieren losgehen. Aber da wir gerade noch so mit der Feldarbeit hier beschäftigt sind, ist es jetzt auch ein bisschen schwierig, da jetzt noch nebenbei gleich die Tiere mitzumachen. Deswegen erstmal kurz hier ein wenig Feldarbeit und dann Tiere, wenn nicht in der nächsten Folge. Das war das, was super. Was machst du gerade? Immer noch am Höhe zugerückt werden. Bin ich da vorbei? Ja. Joa. Paar Hydraulikschläuche Aber nur ganz durchschneiden, kurz machen sind wir so. schon. Ja, ich dachte auch, ich schneide mal Schläuche ab, weil. Hör auf. Konkurrenzkampf Ich bin und hier so. noch dran. Das Hallo? geht zu so schnell mit den Zuckerrüben, habe ich gehört. Ja, halt. Nitro-Einspritzung einfach in den Roper eingebaut. Ich hab kein Roper. Hey, was ist das dann? Das Anhängerding von Grimme. Achso, Ist das sorry. mittlerweile Krimmel? Grimme, ja. Krass. Das ist schon die ganze Zeit Grimme. Ja, aber letzten LS war es ja noch Holmer, oder? Nee. Nicht?
Nee, war schon die ganze Zeit Grimme. Ja gut, ich habe da nie drauf geguckt. Nie benutzt, immer nur Europa. Gib ihm Vollgas. Ja, 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 ja. Ich kenne eigentlich ja Grimme nur wegen Kartoffeltechnik eigentlich, aber das ist ja auch Rübentechnik, weiß ich nicht. Bis der LS damals rauskam und dieser Grimme Ruder reinkam. Der selbst fand. Aber was macht ihr denn so Schönes an Weihnachten? Zeit mit der Familie verbringen. Kommt Familie vorbei oder gehst du zur Familie? Du weißt, dass meine Familie so um mich rum wohnt. Ja, aber macht ja schon nochmal einen Unterschied, ob du zur Oma gehst oder die Oma zu dir kommt. Nee, die Oma, alle kommen zu uns. Auch nicht schlecht. Immer, schon immer so. Ich muss immer zu meinen Großeltern scheppern. Ja, bei uns ist es immer so. Bei uns kommt Verwandtschaft von meiner, also von der Seite von meinem Dad. Kommt immer am 24. macht man da was. Und so Opa Oma oder Opa Omas macht man am 26. am zweiten Feiertag bei denen. Okay. Nee, bei uns ist halt noch, man geht halt erst oder diesmal zweite Weihnachten, gehen wir essen. Noch. Das ist auch geil. Weil das Restaurant erst am zweiten Weihnachten aufmacht wieder. Digga, ist das teuer, heilige Scheiße. Was? Herbizid, Digga. Alter, ich muss hier noch Stickstoff drauf haben auf das Feld, wenn ich das fertig hab. Ja, schauen wir mal, wie gut das Precision Spraying funktioniert von Justin. Ich habe es einfach von nur der Spritze gekauft. Ja, wirklich. Ich muss eigentlich noch vor, gesehen den Sensor für die Front kaufen. Braucht man den dafür? Nee, aber da habe ich weniger, sag ich mal, Verluste für den Dünger oder sowas. Ja, kann ich ein bisschen. Ja, für Dünger, finden. Aber für Herbizid macht es ja keinen Unterschied. Ich weiß nicht. Das ist soweit ich. Sprayer ist ja eigentlich Dings. Digga, dieser KI-Verkehr. Was? Was? Wer macht den eigentlich immer von euch Steppen aus? Ich könnte 5 Euro drauf wetten, dass es Ben ist. Ja. Weil. Wer. Wen stört das sonst so? Ja, eigentlich keinen außer mich. Als Maul. Ich bin der Einzige, der immer rumjammert. Glück macht man nie wieder das Neue. Aber sonst, ich freue mich auch irgendwie aufs neue Jahr. Oh ja. Aber bin gespannt, was so wird. Eine Seite ist schon wieder schade. Ein Jahr ist schon wieder rum. Ja, das ist geisteskrank. Digga, das ist echt krank. Aber ich sehe, guck mal, ich check das irgendwie nicht so ganz gefühlt. Ist noch nicht mal so ein Schulhalbjahr rum, aber irgendwie ist halt trotzdem schon wieder ein Jahr um. Die Zeit ging irgendwie so schnell, aber irgendwie überleg, doch so langsam. Überleg, ey, denk dass mal. Jetzt einfach ein ganzes Schulhalbjahr schon rum ist. Digga, ja. Ich hab das Gefühl, ich bin neue Klasse erst seit 2 Tagen oder so. Ey, wir haben jetzt. Die Dürrenbrut ist ja. Wir müssen ja bedenken, wir haben vor einem Jahr noch Fest auf der Dürrenbrut gespielt. Justin kommt noch ein bisschen an dein Mic ran. Ja? Ja, schon besser. Danke. Wir haben ja ein Jahr, also vor einem Jahr auf der Dürrenrot noch gespielt. Das ist ehrlich krass. Am Anfang des neuen Jahres kam Jan dazu. Ich bin bald nach ein Jahr dabei. Ey, Luca, wie lange bin ich denn schon bei? Keine Ahnung. Bis 4 Jahre jetzt. Ich weiß es leider nicht. Ich glaube so. Ey, wir sind jetzt eigentlich seit Beginn Corona ungefähr. Wann war Beginn Corona? So 19 irgendwann, glaube ich, in Deutschland. Ey, nee, ich kam 20. Nee, wann wurde das Team gegründet? 20 oder 21? Ich habe keine Ahnung. 20. Ich bin jetzt schon fast 4 Jahre bei uns. Digga, 4 Jahre? Im Januar sind 4 Jahre. Überleg mal, 2019 ist 5 Jahre her. Fast 5 Jahre her. Ich bin jetzt schon 4 Jahre bei euch. Digga, wenn ich überlege. Digga, seit 4 Jahren kenne ich Justin einfach. Ey, also Jahre, überleg mal, Jungs. Wenn man mal guckt, ich kam ja Februar
Februar ins Team. Nee, März. Das Im März könnte kennen wir uns sein. 4 Jahre, Luca. Echt Du kommst jetzt? kurz vor mir. Ja, kurz vor dir Monat. auf jeden Fall. Überleg mal, 2030 ist näher wie 2014. Meine Ja. Vorstellung ist schon komplett krank, Alter. Ey, 2014. Weißt du, wie geil das Jahr war? Deutschland ist Weltmeister geworden. Aller 10 von 10. Other to forgive and make amends. If I had known that.
Den Server verlassen. Hab keinen Bock mehr. Nee, ich muss morgen raus. Ich mach mich jetzt fertig und also ich muss noch duschen. Luca, hast du morgen auch nochmal Schule? Ja. Oh. Nochmal volles Programm morgen und zwei Arbeiten nochmal wieder kriegen und dann mit einer 5 und mit einer 6 in die Ferien reingehen. Heute GGK rausbekommen, Digga. 4. Ey, ich habe heute noch eine Arbeit geschrieben, Alter Junge, das wird so eine 5. Meine Lieben. Schaffen in dem. Ja. Luca, wenn wir uns nicht. Wenn wir uns nicht mehr hören. Schöne Feiertage. Ja, ich denke, das. Weißt du, wann bist du morgen daheim? 16 Uhr habe ich erst Schluss. Ja, gut, dann. Kann aber sein, dass ich früher abhaue. Ja, also eher unwahrscheinlich, dass wir uns nochmal treffen. Es kann sein, dass ich die Überstunden abbauen muss. C, wenn wir uns auch nicht, mehr hören, ne? Ebenso. Ja. Was ist das? Jan, wenn wir uns nicht mehr hören, schöne Feiertage dir, ne? Sag doch einfach, wenn wir uns alle nicht mehr hören, euch allen schöne Feiertage, guten Rutsch. Und? Digga, wir wissen alle, dass du in den Ferien noch Alice spielen kommst, das wissen wir alle. Ich hab keine Ferien. Digga, heute hast du auch keine Ferien, spielst auch Alice. Oder ich fahre ja auch morgen, über die Feiertage weg, deswegen sagt er das so. Also werde ich nicht auf Discord kommen, höchstwahrscheinlich. Und? Ja, guckst halt, dass ihr einfach Server online ist. Ja, kann liebe auch. Zuschauer, euch noch einen schönen, also euch guten Rutsch, ne? Ja, hoffentlich ist es nicht zu rutschig. Aber, damit die Folge hier jetzt nicht ultra immens lang wird, wir haben auch, glaube ich, einigermaßen gut geredet. So, dass man da ein bisschen was reinschneiden kann. Ich bin mir nicht ganz sicher. Würde ich behaupten, Wallabilla sogar, Kappa. Nein, Bruder, will ich mir abgewöhnen. Maximal nur noch Akzent, aber ich probiere nur noch deutsche Wörter dafür zu verwenden. Deswegen lieber diese indische Akzent oder so. Deswegen hören wir mit die indische Akzent auf. Möchtet ihr noch eine Empfehlung der Woche raushauen? Mal ganz kurz. Alkohol desinfiziert von innen. Okay. Ja, dich genauso. Trink ganz viel Alkohol über die Feiertage. Ich gebe euch einen Tipp. Wenn ihr noch nicht genug in Weihnachtsstimmung seid, obwohl Weihnachten schon rum ist,
dann geht mal auf Spotify und hört euch die ganzen indischen Versionen von den Weihnachtsliedern an. Die sind Jingle geisteskrank. Jingle Bells. Das ist so geil. Feliz Navidad. Also das ist geisteskrank. Zieht euch das rein. Das Todes. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wenn ihr noch einen Server sucht, dann könnt ihr gerne auch mal bei Gportal vorbeischauen. Mit unserem Link wie immer 10%. Muss sagen, lohnt sich sehr. Fühle ich auch sehr. Genau. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, Leute. Ciao, ciao.